Quatscht. Ungefähr so. Seid ihr doch müde? Nein. Nein? Nein? Weil ihr so leise seid. Ich frag nochmal. Kann's losgehen? Ja. Wunderbar. Sag mal, ihr seid doch schon in der Grundschule, stimmt das? Ja. Die nächste Strophe habe ich alleine, liebe Leute, für euch geschrieben. Passt mal auf. Ist ab heute der Unterricht nur noch für die Lehrerpflicht? Wäre das was? Das wäre doch toll, oder? Es kommt noch besser, hört mal her. Passt mal auf. Machen Sie, ohne zu klagen, nun alle eure Hausaufgaben. Wäre das was? Na, ich denk's auch. Ich kann euch nicht hören, lauter. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los, nochmal gemeinsam. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Was wir heute machen wollen, wir wollen, du weißt es. Oh, fantastisch, na klar. Wir wollen die Lieder, die ich euch hier vortrage, heute mit selbstgebauten Instrumenten begleiten. Wir wollen Musik machen. Der Workshop, den ich vorbereitet habe, heißt nämlich auch, mit uns wird's Musik. Wenn wir musizieren, machen wir auf der einen Seite also Musik aus Tönen und Musik aus Geräuschen. Und damit wir das zusammen verbinden können, brauche ich euch. Ich will euch mal ein paar Lieder vorstellen, die wir heute Nachmittag, wenn wir unsere Instrumente gebastelt haben, begleiten können. Über Katzen, dann könnte sie vor Lachen platzen. Manchmal läuft sie durch euer Haus, dann sieht die Mutti ganz ängstlich aus. Liebe Kinder, wenn eure Mutti ab und zu mal dieses winzig kleine graue Tier sieht, was macht denn die Mutti dann für ein Geräusch? Kann ich das von euch mal hören? Was ist das? Hat das schon mal jemand gesehen? Ja. Kenne ich nicht. Esst ihr kein Eier? Ja. Was ist das hier? Oh, keine Ahnung. Knallpapier. Ist das schon ein Instrument für sich, oder? Eines, zwei, sein Ritter, gut. Hier im Drachenland, da braucht man Mut. Na klar, wenn er heute an Drachen denkt, dann klappert stets sein Ketten. Kann ich das Klappern mal hören? Apfelbaum, der Apfelbaum, der steht gleich hinterm Haus. Und aus allen Äpfeln gucken kleine Würmchen raus. Und steht jeder Apfelbaum nicht hinter unserem Haus. Jetzt kommt noch kleine Würmchen und das Lied, das wäre nun aus. Meine Frage an euch, kennt ihr zufällig ein Wort? Nur zufällig gefragt, kennt ihr ein Wort, das sich auf die Worte Haus und Raus reimt? Na klar, die Maus, zweite Strophe, wo sind die Hände, los geht's? Herr Apfelbaum, der steht gleich hinterm Haus. Und unter jeder Wurzel liegt eine kleine Graue. Sie hat zwei Ohren, die sind fast rund. Zwei kleine Zähne im süßen Mund. Eine spitze Nase vorne im Gesicht. Doch wen ich meine, verrate ich nicht. Wo die dann für ein Geräusch, kann ich das mal hören? Wunderbar! Und jetzt begleiten wir uns nur ganz, ganz leise in einem Loch hinter dem Bett. Ja, da lebt sie, da ist es nett. Wen ich meine, ihr habt längst raus. Ich meine natürlich die Kleine. Regnet es in Hexenwald? Wunderbar! Glaubt ja nicht, dass ich ängstlich bin, doch finster war's und kalt. Und gruselige Geräusche ertönten dort im Wald. Wo sind die gruseligen Geräusche? Gibt's da auch eine Glocke? Erst war alles noch ganz still. Doch mit einem Mal, denkt dran, was war denn da? Da kicherten plötzlich Zwerge in einer Riesenzahl. Wo sind die frechen Zwerge? Es hat uns fürchterlich erschreckt. Mein Herz blieb beinahe stehen. 5, 6, 7. Schmuppidi, schmuppidi, da mal ist es weg.
Schwuppidu. Und dann. Es macht schon Schwuppidu, 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 Mann, ist es weg. Wer Lust hat, der kann die Sache mal mitmachen. Passt mal auf. Doch wenn ihm langweilig ist, dann hüpft er auf dem Fleck. Und das geht am besten stehen. Los geht's! Hüpfen, 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 hüpfen. Weiter geht's. Achtung, hört mal, was der Hund macht, wenn ihm langweilig ist. Er holt einmal tief Luft und pustet alle Wolken weg. Oh ja, das können wir gut gebrauchen. Kräftig pusten. Er wackelt mit dem Bauch. Wackel, 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 wackel. Und der wackelt mit dem Po. Wackel, 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 wackel. Und jetzt wird es schwer. Hört man, was der Mond kann. Das beherrscht er wirklich perfekt. Er wackelt mit den Ohren. Ich ihn kurz vorstellen, sein Name ist Robby. Am liebsten trinkt er altes Öl und dessen tut er nie. Er lebt hier schon so lange, doch glücklich ist er nicht. Hätte so gern eine Freundin, die nur für ihn da ist. Da ist. Er ist eine Maschine, doch trotzdem hat er auch. Der Apfelbohm, der Apfelbohm, der steht gleich hinterm Haus. Und aus allen Äpfeln kommt hinterher ein Würmchen raus. Und ständig in der Apfelbohm, nicht hinter unserem Haus. Jetzt dort noch keine Würmchen und das Lied, das wäre nun aus! In diesem Sinne bedanke ich mich für den wunderbaren...